Emma, wir müssen los. Der Bus kommt in 5 Minuten. Aber Lukas, es ist noch so früh. Bleib doch noch ein bisschen. Wir könnten zusammen Fußball spielen. Ja, Lukas, bleib doch. Es ist viel lustiger mit dir. Wir brauchen dich im Team. Ohne dich verlieren wir bestimmt. Ich kann nicht, wirklich. Mama hat mich letztes Mal erwischt, als ich die Schule geschwänzt habe. Ich darf nicht noch einmal zu spät kommen. Aber ein paar Minuten machen doch keinen Unterschied. Der Bus wird bestimmt wieder Verspätung haben. Ja, und vielleicht fliegt uns ein UFO zu und bringt uns nach Hause. Das wäre was. Aber ich glaube, Mama würde auch dann nicht glücklich sein. Wenn ich mit einem UFO nach Hause käme. Komm schon, Lukas. Ein kleines Spiel. Wir zählen bis 3 und dann rennen wir zum Bus. Das wird ein Abenteuer. Ja, und ich werde zählen. 1, 2. Nein, nein, stopp. Ich weiß, wie das endet. Bei 3 bin ich der Einzige. Der rennt und ihr spielt weiter Fußball. Lukas, sei kein Spielverderber. Wir haben doch Spaß zusammen. Okay, ein ganz kurzes Spiel. Aber dann rennen wir wirklich zum Bus. Ich will nicht, dass Mama mit dem UFO kommen muss, um mich zu retten. Los, Lukas! Zeig uns deinen berühmten Torwartsprung! Okay, pass auf, das wird ein Meisterwerk. Da kommt er. Gespeichert. Wie ein Profi, oder? Wow, Lukas, du könntest echt in der Bundesliga spielen. Oder im Zirkus. Hast du gesehen, wie er durch die Luft geflogen ist? Danke, danke, ich bin hier die ganze Woche. Aber jetzt müssen wir wirklich zum Bus. Oh, schau mal, er hat Angst, dass Mama mit dem UFO landet. Sehr witzig. Aber wenn wir den Bus verpassen, bist du schuld, Emma. Na toll, jetzt haben wir den Bus wirklich verpasst. Keine Sorge, der nächste kommt in 10 Minuten. Mehr Zeit für uns, um Quatsch zu machen. Wir könnten eine menschliche Pyramide bauen, während wir warten. Ich sehe schon, das wird noch ein langer Nachmittag. Hoffentlich hat Mama heute Abend Humor. Wenn nicht, können wir immer noch behaupten, das UFO hätte uns aufgehalten. Okay, wer hat eine Idee für ein Spiel, während wir warten? Wie wäre es mit Ich sehe was, was du nicht siehst? Langweilig. Lass uns lieber Wahrheit oder Pflicht spielen. Ja, das ist perfekt. Ich fange an. Lukas, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Okay, was ist das Peinlichste, das dir je passiert ist? Ernsthaft? Okay, einmal bin ich im Sportunterricht gestolpert. Und habe dabei versehentlich die Hose meines Lehrers heruntergezogen. Das ist ja genial. Gut, dass ich das nicht verpasst habe. Ja, ja, lacht nur. Deine Runde, Maximilian. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Ich fordere dich auf, zu der alten Dame dort drüben zu gehen. Und ihr ein Kompliment zu machen. Okay, das kann ich machen. Sie hat gesagt, das wäre das Netteste, was ihr heute passiert ist. Siehst du, gute Taten bringen Freude. Okay, meine Runde. Ich wähle Pflicht. Sarah fordere dich auf, einen Tanz mitten auf dem Gehweg zu machen.
leicht gemacht. Das war eigentlich ganz lustig. Aber lasst uns das mit dem Busverpassen nicht zur Gewohnheit machen. Keine Sorge, nächstes Mal bringen wir das UFO mit. Und dann musste Maximilian der alten Dame auf der Straße ein Kompliment machen. Sie hat sich so gefreut. Und ich habe auf dem Gehweg getanzt. Die Leute haben angefangen zu klatschen. Es war so lustig. Ihr zwei seid wirklich unverbesserlich. Ich hoffe, ihr habt keinen Unsinn gemacht. Nein, Mama, alles im grünen Bereich. Wir haben nur die Zeit bis zum nächsten Bus genossen. Klingt, als hättet ihr eine gute Zeit gehabt. Aber erzählt mir, was ist mit dem UFO passiert? Das brauchten wir am Ende gar nicht. Der Bus kam gerade rechtzeitig. Nächstes Mal erinnert mich daran, euch ein Jetpack anstatt eines Buspasses zu geben. Lukas, Emma, ich hoffe, ihr wisst, dass es wichtig ist, pünktlich zu sein, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ja, Vater, das wissen wir. Heute war einfach ein besonderer Tag. Aber wir haben viel gelernt. Zum Beispiel, wie man den Tag mit Freude füllt, selbst wenn man auf den Bus warten muss. Das ist eine wertvolle Lektion. Es geht darum, das Beste aus jeder Situation zu machen. Hey Lukas, komm raus und spiel mit mir. Das Wetter ist super. Hey Max, das klingt echt toll, aber ich kann gerade nicht. Mama hat gesagt, ich soll heute im Haus bleiben. Ach komm, ich ruf dich in 10 Minuten nochmal an. Vielleicht änderst du ja deine Meinung. Das wird nicht klappen, Max. Ich hab kein Handy und Mama nimmt das Festnetztelefon mit. Wie soll ich dich dann erreichen? Rauchsignale oder was? Genau, oder du schickst eine Brieftaube. Aber vergiss nicht, ihr ein GPS mitzugeben, falls sie sich verfliegt. Moderne Probleme erfordern moderne Lösungen, was? Vielleicht entwickle ich eine App für Brieftauben. Super Idee. Und wenn du dabei bist, mach gleich eine Version für UFOs. Nur für den Fall, dass meine Mutter sich entscheidet, mit einem abzuheben. Deal. Pass auf, dass du nicht entführt wirst. Während du auf meine revolutionäre Tauben-App wartest. Ich halte die Augen offen. Und Max? Danke, dass du versucht hast, mich rauszuholen. Immer doch. Wir finden schon noch eine Möglichkeit, zusammen zu spielen. Bis später, Lukas. Bis später, Max. Und vergiss die Brieftaube nicht.